Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog mit Rucksack. Heute stelle ich euch meinen Dodge Aspen Station Wagon Special Edition vor. Was für ein Name, das ist mal Programm. Ja, liebe Freunde, das ist er. Das ist der gute Wagen. Ah, schön. Ah, ich habe mich irgendwie gleich am ersten Tag dieses Auto verliebt. Schaut euch das mal an, wie cool der aussieht. Mit diesem Holz an den Seiten. Die Reifen. Die Linienführung, die fast nicht vorhanden sind. Aber die, die da sind, das sieht einfach mega, mega cool aus. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen, das Auto mal genauer vorzustellen. Als wir den Wagen gekauft haben, das war letztes Jahr im Juli, August, so um den Dreh haben wir das Auto gekauft. Und zwar auf eBay ersteigert für 3.500 Euro. Also wirklich sensationell, also wirklich ein guter Preis. Muss aber zugeben, ich habe sehr, sehr viel in das Auto reingesteckt. Ja, also ich habe alles versucht selber zu machen. Ein paar Sachen musste ich in der Werkstatt machen. Und ja, bin dann am Ende ungefähr mit Zulassen, neuen Reifen und Wartung und blabliblu auf 7.500 gekommen. Und leider ist er verkauft. Also er ist offiziell verkauft. In den kommenden Tagen kommt jemand vorbei und holt ihn ab. Und ich gehe praktisch mit null wieder raus, ungefähr. Und das ist für mich in Ordnung. In einem anderen Video habe ich erklärt, warum. Aber darum geht es heute nicht, sondern einfach nur um diesen schönen Wagen, damit erstens ich noch eine Erinnerung an den Wagen habe, wenn er dann weg ist, und ich euch das Fahrzeug mal auch genauer vorstellen kann. So, was gibt es zu dem Auto zu sagen? Ja, was hat nicht funktioniert? Was hat funktioniert? Also, vielleicht fangen wir mit dem Motor an. Und zwar zeige ich euch mal den schönen Motor. Und zwar haben wir einen wundervollen V8. Bitte nicht irritiert sein, das ist alles ein bisschen schmutzig. Ja, ich bin jetzt die Tage nicht dazu gekommen, das Auto mal zu waschen oder zu saugen, weil das jetzt alles ein bisschen sehr, sehr, sehr spontan passiert ist. So, da unten ist ein Hebel hier, den da kann man zur Seite schieben. Und das sind hier so Federn. Der geht eigentlich praktischerweise automatisch hoch, man muss ihn nur ein bisschen unterstützen. So, wir haben einen wunderschönen V8 5,2 Liter Motor, Vergaser, Double Barrel sind da drin, also so zwei Kammern. Und gemütliche 180 PS, er ist schwer, ja, geht aber eigentlich ganz gut vorwärts. Also man kann schon das eine oder andere kleine Wagen, Auto irgendwo stehen lassen an der Ampel, also er geht schon ganz gut vorwärts. Wie wir sehen, Bremskraftverstärker, wir haben auch eine Servopumpe hier unten, das heißt, er hat auch Servolenkung. Wir haben eine Klimaanlage mit zwei Kolben, also das V-Klimakompressor, hat mir letztens einer erzählt. Und die sind eigentlich unverwüstlich. Da haben wir die kleine Lichtmaschine. Hier oben ist der Luftfilter, für die Leute, die es nicht wissen. Da geht dann die Luft, wird von da reingesaugt. Kaltluft, ganz wichtig. Vielleicht kann ja einer mal in die Kommentare schreiben, warum saugt dein Motor oder warum sollte dein Motor Kaltluft ansaugen und nicht warme Luft? Schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt, was ihr antwortet. Und der Motor lief nicht. Vergaser war total verstellt. Das war der erste Vergaser, den ich jemals mir gekauft habe. Und keiner kann das irgendwie richtig reparieren. Und bewegen konnte ich das Fahrzeug ja auch nicht, als er im Hof stand. Also musste ich es irgendwie selber hinkriegen. Und habe ich dann auch hingekriegt mit viel Hilfe im Motortalk-Forum und Freunden und keine Ahnung. Und am Ende lief er dann irgendwie nach vielen, vielen Stunden. Und dann bin ich damit auch zu einer Fachwerkstatt gegangen, habe das überprüfen lassen. Und die haben mir gesagt, das ist wunderbar. Zündzeitpunkt ist perfekt. 10 Grad ist er eingestellt. Also 8 bis 10 Grad. Und die CO2-Werte passen auch. Demnach passt auch der Vergaser soweit. Ja, was habe ich alles gemacht? Ich habe den kompletten Service gemacht, also Ölwechsel, sämtliche Flüssigkeiten habe ich abgelassen, wieder neu befüllt, sämtliche Filterdichtungen, ja, vor allem im Vergaserbereich habe ich gemacht, dann Riemen neu, ein paar Rollen sind neu,
Das ist so eigentlich so der Motorbereich, den wir gemacht haben. Wir haben eine neue Batterie rein, weil die alte war tot. Dann haben wir einen neuen Voltage Regulator reingepackt. Dann neue Luftfilter und also ein paar Kleinigkeiten, Zündkerzen, Zündkabel. Die ganze Zündung ist neu, also sprich Verteilerkappe, Verteilerläufer. Hat schon so eine elektrische Zündverteiler hier hinten, hier drin, da. Und er hat so ein tolles Spark-Control-System, womit man irgendwie ja, sparsam und umweltschonend fahren wollte. Und das war so, ja, man kann schon fast sagen, Experiment. Genau, neuer Wischermotor, nee, nicht Wischermotor, sondern neuer Scheibenwischwasser-Düsenmotor ist neuer drin. Der ging nicht mehr, die Schläuche waren auch porös kaputt gewesen. Ich habe mich ausgetan. Ein paar Schläuche habe ich gemacht unten, der Benzinfilter. Also Kleinigkeiten. Licht musste ich umändern. Und zwar war hier Standlicht drin und Blinker in weiß. Und hier war das Abblend- und Fernlicht drin. Das ist scheinbar nicht erlaubt in Deutschland. Das heißt, das Standlicht, was hier drin ist, muss hier rein. Und der Blinker, war vorher weiß, muss orange werden. Deswegen musste ich ein bisschen was ummodellieren. Das Kabel hier ist neu. Ansonsten, ja, war da eigentlich alles schon fertig. Da war schon eine Fassung in dem Scheinwerfer. Da sind zum Glück schon Scheinwerfer drin. Deswegen war das Ganze nicht so kompliziert. Ja, das ist eigentlich so der Motorbereich, den wir gemacht haben. Wir haben den kompletten Unterboden. Ja. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir haben den kompletten Unterboden einmal abgetragen. Also von Unterbodenschutz, da war halt schon einer drauf, weshalb ich gesagt habe, ich mache da wieder einen drauf, also sprich einen komplett neuen Unterbodenschutz. Dann haben wir hier die Seiten lackiert, die waren nämlich Türkanten ein typisches Problem bei vielen Autos, dass die da gerne unten anfangen zu rosten. Das haben wir auch gemacht, Radläufe vorne und hinten haben wir lackiert. Genau. Rost war an sich nicht so ein großes Problem, lediglich hier war mal was Schlimmes gewesen. Da war hier so ein Loch gewesen, aber das ist jetzt in Ordnung. Das haben wir eigentlich relativ am Anfang gemacht. Noch letztes Jahr, glaube ich sogar, war das noch gewesen. Und scheint auf jeden Fall zu passen. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Aber da sind wir nicht, da haben wir nur nicht lackiert, da müssen wir irgendwann das noch nachholen. Wobei der jetzt verkauft ist, da ist es sowieso keine, spielt es eh keine Rolle mehr. Genau, Stoßstangen haben wir hier auch ein bisschen gemogelt. Und zwar hier, da sind zwei Rostlöcher, die sind mit Bootslack versiegelt. Und dann habe ich hier so eine Folie drüber, damit man das nicht mehr so sieht. Ja, ist nicht perfekt, aber ist okay. Genau, was ist noch eine Problemstelle? Ist diese Stelle hier. Man sieht hier, das ist dieser Bootslack, ja, der versiegelt ist. Der dringt in diese Stellen rein, da ist so ein Rostumwandler mit drin und versiegelt es. Und das habe ich, ja, wann habe ich das gemacht? Anfang des Jahres habe ich das mal gemacht. Und scheinbar passt das, es rostet auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ist nicht schön, aber ist okay. Ja, Innenraum haben wir einmal komplett draußen gehabt. Also wirklich einmal komplett draußen. Erstens wollte ich wissen, wie es unten drunter aussieht. Und zweitens wollte ich einfach alles versiegeln. Auch die Decke war unten, ja, die war draußen. Das Dashboard war einmal komplett draußen. Also wirklich alles war draußen gewesen. Und wir haben das einmal komplett neu gemacht, also neu versiegelt innen. Das war ein Haufen Arbeit, vor allem es war schweineheiß, aber es hat sich gelohnt. Fensterheber gingen alle nicht, die waren alle fest, ja, neu geölt, laufen wie am ersten Tag wahrscheinlich. Die Schlösser sind neu, die gingen mir auch nicht mehr so ganz gut. War aber nicht so schlimm, war ziemlich simpel. Türenverkleidung waren auch drunter auch neu gemacht. So Sachen halt. Ja, das Dashboard musste halt dann leider dreimal raus, weil wir vorne ein Elektrikproblem hatten. Und zwar ging das Licht da drin nicht. Dann ging das Licht, dann ging aber die Temperaturanzeige nicht. Dann habe ich sie da ausgebaut, dann ging die Temperaturanzeige und seitdem hoffentlich passt alles. Aber das war echt viel, viel, viel Arbeit. Sehr viel Arbeit, weil man da so schlecht hinkommt und vor allem wieder zusammenbauen ist noch schlimmer, weil man hinten so ein Seil hat, was die Tachowelle antreibt. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen kompliziert. Ja, genau. Elektrik, also Lichter alle neu. Reifen, wie man sieht, sind neu gewesen. Leider fehlt eine Radkappe. Viele Fahrwerksteile sind neu.
Ja, genau. Also viel gemacht. Sehr viel. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Er fährt sich traumhaft. Ist wirklich ein sehr schönes Auto. Und ich bin eigentlich schon sehr stolz, weil das das erste Auto ist, was ich wirklich, ja, sage ich mal, restauriert habe, damit er ein H-Kennzeichen kriegt. Und ja, da hängt dann halt schon Schweiß, Blut dran und ist halt dann auch ein emotionaler Wert, den man da halt hat. Und ja, aber irgendwann muss man sich ja auch mal trennen. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch im anderen Video anschauen, warum ich mich von dem Wagen jetzt trenne. Und ja, genau. So, setzen wir uns mal rein. So, lassen wir im Innern. Schön. Schönes Auto. Ja, was haben wir denn so? Also, wir haben hier Licht. Erste Stufe ist Tagfahrlicht. Zweite Stufe ist Abblendlicht. Und hier kann man drehen. Das sieht man jetzt leider schlecht. Da wird das Tacho innen dunkler und heller, ja. Das ist eigentlich voll cool. Dann haben wir hier den Scheibenwischer, nach unten drücken ist Spritzdüsen. Und hier kann man die Geschwindigkeit einstellen. Heckscheibenheizung hat er schon. Hier haben wir eine Uhr, die, ja, ich weiß noch nicht so genau, was das Problem ist, aber wenn man die einstellt und man macht sie halt aus, dann resettet sie sich. Keine Ahnung, ist vielleicht hinten falsch verkabelt, ich weiß es nicht. Dann haben wir Scheibenwischer für hinten hier. Hier haben wir das Radio, das sogar funktioniert, oder? Schlüssel. Funktioniert. Also wirklich geil. Wir haben Höhen- und Tiefengummi einstellen, vorne oder hinten. Also wir haben vier Lautsprecher in dem Auto. Dann können wir FM, AM stellen. Hier kann man Sender speichern. Ja, das ist voll witzig. Das ist nicht elektrisch. Ja, also es ist nicht elektrisch. Das ist so, da ist dahinter so ein, ja, so ein Hebelmechanismus, das ist eigentlich ganz witzig. Aber es ist ein Riesenradio, also hinten, das geht ewig weit rein. Dann haben wir Klimaanlage hier, die funktioniert, aber sie kühlt nicht richtig, weil man da noch eine Kühlflüssigkeit reinmachen müsste. Und ja, es gab ja mal irgendwann vor ein paar Jahren die Debatte über neues Klimaflüssigkeit, weil das alte gefährlich ist und bla 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 und zu flüchtig und bli. Ja, und deswegen hat man dann entschieden, dass man das nicht mehr verkaufen darf. Und das geht bei der Klimaanlage jetzt aktuell nicht. Allerdings kann man es umrüsten relativ günstig. Habe ich jetzt nie gemacht, weil im Sommer lasse ich das Fenster runter und will eh den Sound hören, als statt die Klimaanlage zu benutzen. Und Fenster unten und Klimaanlage macht nicht viel Sinn. Heizung geht auf jeden Fall, weil wir sind ja damit auch so im Frühjahr schon zum TÜV und so gefahren. Genau. Dann haben wir unser Tacho. Ja, unser wunderschönen Tacho. Oben links haben wir Temperatur, die jetzt ja funktioniert. Dann haben wir die Anzeige, ob man angeschnallt ist, ob eine Tür offen ist, wie viel Strom auf der Batterie ist. Dann haben wir Geschwindigkeit. Das Große sind die Meilen, das Kleine sind die km/h und Kilometer in Meilen. Die Gänge, die man gerade drin hat. Tank. Dann kann man hier, hat eine Anzeige, ob die Bremsflüssigkeit noch in Ordnung ist. Wenn die Wasser gezogen hat, dann leuchtet die Bremsflüssigkeit auf. Der hat da so einen Wasserfeuchtigkeitsindikator drin. Dann links, ob was mit dem Öl nicht stimmt. Und was war denn das nochmal? Ah ja, genau, hier brennt das, das Bremsding, das Dingsöl. Da zeigt er noch an, ob ob Kofferraum offen ist. Und hier zeigt er, was zeigt er denn da eigentlich nochmal an? EFC-System zeigt er an. Keine Ahnung, hat er noch nie. Keine Ahnung, was das ist. Das hat wahrscheinlich was mit dem Vorderding dann zu tun. Genau, hier haben wir einen Blinker. Hier haben wir Warnblinker. Hier. Na, komm mal. Piep, 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 piep. Sehr schön. Ja, aber ein Blinker ist ein bisschen schade. Der hat keine automatische Funktion, dass der Blinker wieder rausgeht. Ja, das hat er nicht. Sprich, der Blinker bleibt drin, man muss ihn manuell wieder rausmachen. War das so? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es waren so bei dem. Oder man muss sehr weit einlenken, damit er das registriert. Und das wieder zurückmachen ist ein bisschen hakelig. Ist nicht sehr angenehm. Ja, da unten haben wir Motorhaube. Da ist die Bremse, oder? Die Feststellbremse und hier oben kann man sie ziehen, ja, dass sie sich löst. Bremse, Gas, ist Automatik. Der Knopf da hinten, liebe Leute, das ist das Fernlicht. Das ist ein Schalter, wenn man da mit dem Fuß drauf drückt, ja, dann macht man Fernlicht an. Wenn man wieder drauf drückt,
geht das Fernlicht aus. Voll bequem. So, das Einzige, was wahrscheinlich elektrisch in diesem Auto ist, ist tatsächlich Fensterheber und elektrische Sitze. Also wir haben hier an der Seite, oder? Hier unten, da. So. Da haben wir unsere elektrische Sitze. Ja. Höhe, vor, zurück und Kippen haben wir noch. So, hier kann man Spiegel einstellen. Ja. Keine elektrischen Spiegel, aber mit Dings. Und was ziemlich cool ist für die linke Seite, für die rechte Seite, haben wir auch dieses Verstellen. Ne? Bei deutschen Autos von früher musste man da drüben hin lang und dann hier so verstellen lernen. Dann hat man sich zurückgesetzt und geguckt, passt das? Und dann ist man wieder rüber. Das war eine Katastrophe. Hier ist es voll cool. Ha. Ich kann von Fahrersitz aus einstellen. Mega nice. Rückspiegel haben wir keinen. Aber ich habe mal einen gekauft, ja, den man da hinkleben kann. Habe ich aber nie wirklich benutzt. Das hat mich eigentlich eher gestört irgendwie. Sonnenblenden mit Grünkeilstrich hier. Ja, ist voll geil hier oben. Schützt ein bisschen, dass es nicht so blendet. Dann haben wir einen wunderschönen Sticker von 1980 New York. Ja, da wurde das Auto das erste Mal zugelassen. Einmal nach hinten gucken. Ein Licht haben wir hier oben, wenn man die Tür aufmacht. Ja, und man sieht, wir haben hier vorne eine durchgezogene Sitzbank, in Anführungszeichen. Man kann sich theoretisch in die Mitte hinsetzen. Und hier hat man auch drei Sitze. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Sitzplätze in diesem wunderschönen Wagen. Dann kann man zu 6 hier durch die Gegend düsen. So, ja, wir haben tatsächlich noch ein paar Fragen von Zuschauern bekommen. Das finde ich voll cool, dass ihr da euch ein bisschen Gedanken gemacht habt. Ich habe nämlich geschrieben, dass der Wagen verkauft ist und ihr mir schreiben sollt, was ihr denn so wissen wollt zu dem Auto, bevor er jetzt weg ist. Und das packt man jetzt in dieses Video. Und zwar, der liebe Mo1810 hat gefragt, wie lange hatte ich den Dodge? Ja, also wie gesagt, ich habe den letztes Jahr im Juli, August gekauft, kurz nach dem nach der Aktion mit den Escalades und CTS und Corvette und so. Das war kurz danach gewesen. Und ja, danach so knapp ein Jahr hatte ich den jetzt. Macht es was, dass man unzensiert Nummernschilder zeigt? Ja, das ist ein bisschen unumstritten. Ja, also da, ja, ist ein bisschen umstritten, ja. Also manche sagen, das ist gar kein Problem, ja, weil Was bringt mir das, wenn ich ein Kennzeichen habe? Ja, klar, man kann vielleicht das ein oder andere rausfinden oder man stalkt jemanden, blablablu. Ja, weil wenn ich auf der Straße fahre, kann mich jemand theoretisch auch stalken. Deswegen bringt mir das im Prinzip gar nichts, wenn ich meine Kennzeichen so extrem zensiere. Ja, vielleicht ein bisschen, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, wo man das Auto zeigt, auf welchen Plattformen oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht so genau. Aber ich persönlich habe da jetzt ehrlich gesagt nicht so große Angst davor, dass man mein Kennzeichen sieht. Hast du mal mit diesem Auto schon einen Unfall gebaut? Ich habe mit dem Auto tatsächlich keinen einzigen Unfall gebaut, nicht mal irgendwo angeeckt. Ja. Ich werde immer gefragt, so, wie schaffst du es, mit diesem Auto überall einzupacken? Ich so, keine Ahnung, das Auto ist super, super übersichtlich. Ich bin schon riesige Autos gefahren und das hier ist eigentlich ein Witz von der Größe her. Und ja, ist eigentlich, fährt sich super, er hat einen geilen Wendekreis und ja, ich habe eigentlich kein Problem mit dem Auto, also deswegen, ne, kein Unfall gebaut. Und man fährt mit so einem Auto ein bisschen anders als mit anderen Autos, muss ich zugeben, weshalb man da vielleicht ein bisschen vorsichtiger fährt. Sind das Originalfelgen? Also, er hat ja Stahlfelgen, ganz normale, und er hat Radkappen. Und diese Radkappen sind tatsächlich die originalen Dodge Aspen Radkappen. Was ist dann im Auto eigentlich alles original? Joa, an dem Auto ist eigentlich alles original. Also es wurde hier nichts verändert, nichts verbastelt. Ist eigentlich alles noch Erstausstattung. Ist wirklich alles noch Erstausstattung. Also wirklich, hier wurde nichts verändert. Kein anderes Radio, keine anderen Sitze, keinen anderen Teppich. Ist alles noch original. Gut, natürlich die Verschleißteile, die mal getauscht wurden. Apropos Verschleißteile, Bremsen habe ich nur gemacht. Ja, ansonsten, nee, das ist eigentlich alles original, ja.
So, dann hat Froschi gefragt, wie ist die Beschleunigung? Ja, die Beschleunigung, ja, ist halt schwer, ne? Also ich weiß jetzt nicht ganz genau die Werte, aber irgendwie was mit 10 Sekunden von 0 auf 100. Also er ist schon flott, aber jetzt nicht mega flott. Für das Alter ist es okay. Die Endgeschwindigkeit, hat er gefragt, ist 180 km/h. Habe ich nicht ausprobiert. Das Schnellste, was ich mit dem mal gefahren bin, sind 120. Schneller macht keinen Spaß mit dem Auto. Wie lange habe ich an dem Auto gearbeitet? Ja, im Prinzip das ganze Jahr. Ja. Also immer wieder mal ein bisschen was. Im Winter natürlich nicht viel gemacht, aber ansonsten immer wieder mal ein bisschen was. Wie viel kann man transportieren? Echt viel. Es passt ein ganzer IKEA-Schrank zusammengebaut in dieses Auto rein. Sowohl von der Länge als auch von der Breite her. Wir haben Breite knapp 2 Meter. Ja. Höhe haben wir, glaube ich, 1 Meter. Und Tiefe haben wir 2,20. Also wir haben echt viel Platz. Ja. Also da würde sogar eine ganze Matratze reinpassen und man könnte in dem Auto leben. So, war es schwer, einen Koffer zu finden? Ja, es ging. Also so ein Auto ist schon sehr speziell. Wenn jemand so ein Auto haben will, dann muss er danach speziell suchen. Ja. Also vor allem nicht viele mögen amerikanische Autos, ist immer ein bisschen schwierig. Und wenn jemand ein amerikanisches Auto will, dann stellt er sich eigentlich normalerweise typischerweise ein Muscle Car vor. Irgendwie sowas Trans Am, Mustang, bla bla bla, so Autos. Ja. Aber kein Station Wagon. Das ist eher ja, eine Seltenheit. Und deswegen fällt er aber auch so auf. Das ist halt ein Auto, das man nicht so oft sieht. Und das ist eigentlich so ein typisches Familienauto. Und von denen gibt es nicht so viele. Also es wurden viele gebaut, aber irgendwann werden die verschrottet. Ja. Weil man bei so einem Auto keinen ja, so krassen Sammlerwert sieht wie bei so Mustang, die dann erhalten werden und eigentlich nur bei schönem Wetter gefahren werden und so. So wie heutzutage so ein Porsche 911er oder sowas. Ja. Und so ein, weiß nicht, BMW Kombi, Ford, Audi Avant oder sowas. Das wird niemals irgendwie einen Kult haben. Irgendwie. Oder so. Also da wird es sehr, sehr wenige nur von geben. Und von dem halt dann auch. Und dementsprechend ist es auch schwer, jemanden zu finden, der so ein Auto haben möchte. Ja, Kolchak hat gefragt, wie dick sind die Scheiben? Die sind echt dünn. Ja. Weiß nicht. Ein paar Millimeter, so 3-4 Millimeter. Sind wirklich nur dicke, dünne Scheiben. Aber an sich nicht dünner oder dicker als wie beim normalen Auto. Wie schwer sind die Reifen? Das sind nicht große Reifen, weshalb die nicht so schwer sind. Das sind zwar Stahlfelgen, ja, die sind bekannt dafür, dass sie relativ schwer sind, aber die vom Escalade sind deutlich schwerer, also das geht eigentlich bei dem Auto. Ja. Tja. Ich werde es hart vermissen. Tatsächlich. Hat Spaß gemacht mit dem Auto, auf jeden Fall. Vor allem, man kriegt so viele Blicke mit dem Auto. Ist halt schon echt sensationell und ich mag das einfach. Ja. Erstens ein Auto zu fahren, das nicht jeder hat. Ein Auto zu fahren, was auffällt. Nicht zum Posen oder so oder zum Prahlen oder sowas. Und ich mag es einfach, wenn die Leute sagen, boah, cool, schönes Auto, geil. Ja, mal was anderes. Nicht immer Audi, VW, BMW. Ja. Deswegen fahre ich keine deutschen Autos, weil ich einfach irgendwas brauche, was nicht jeder hat. Und deswegen mein Traumauto war immer Ford Mustang, also neuen, so ab 2005, ja. Die finde ich zum Beispiel ganz cool. Und ja, jetzt gibt es die Ford Mustangs offiziell in Deutschland. Und jetzt finde ich die gar nicht mehr so cool, weil die einfach ständig zu sehen sind, ja. Und erstens will ich nicht so viel Geld für ein Auto ausgeben, wenn ich dann, ja, keine Ahnung, das Auto an jeder Ecke sehe, ja. Das mag ich nicht. Ich will etwas haben, was wirklich selten ist, wo man sagt, boah, was ist das für ein Auto? Ach, das sieht ja cool aus. Wo man ins Gespräch kommt mit den Leuten und ja, genau. Noch eine Frage war, wie viel verbraucht das Auto? Also, das Auto ist erstaunlich sparsam. Ja? Man darf nicht vergessen, das Auto ist 41 Jahre alt, ja? Hat einen 5,2 Liter V8 Motor, ist wahnsinnig schwer und hat eine 3-Gang-Automatik, also auch nicht viele Gänge. Also das Auto ist eigentlich nicht dafür, man würde nicht meinen, dass das Auto sparsam ist. So, das Auto hat aber tatsächlich einen Verbrauch von 10 bis 11 Liter. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 10 bis 11 Liter, das sind gerade mal 3, 4 Liter mehr als wie heutige moderne Autos. Und das finde ich sensationell für so ein Auto. Also wirklich, das ist krass. Ja, selbst, ich weiß nicht, also ich hatte mal ja einen Audi 80, ja, aber Baujahr 92 gewesen und der hat mehr gebraucht und der hatte nur 90 PS. Ja. Deswegen ist das eigentlich schon ziemlich krass, dass der gar nicht so viel verbraucht.
Und man muss dazu sagen, ich bin mit dem nie Langstrecken gefahren. Also nie so, wo ich gesagt habe, ja, ich fahre jetzt 400 Kilometer Autobahn, sondern ich habe tatsächlich, bin ich immer nur 15, 20 Kilometer überwiegend Stadt gefahren. Ja? Also deswegen, vielleicht würde er sogar nur 9 brauchen, weiß ich nicht. Also es ist schon krass. Ja. So, ich würde sagen, wir fahren noch eine kleine Runde. Und genau, das machen wir jetzt.